Es geht um das Prüfen. Uns ist absolut klar, dass das relativ dringend jetzt dort klare Vorgaben braucht und Entscheidungen. Und dass Sie sich natürlich auch gerade jetzt zu dem Zeitpunkt viele Gedanken darüber machen, welche Art Prüfungen Sie in dem kommenden Semester oder jetzt aktuellen Semester anbieten können. Wir haben jetzt in den anderen Vorträgen schon gehört, durch die Pandemie und die Maßgaben und die Vorgaben vom Infektionsschutz haben wir viele Auswirkungen auf die Lehre, aber genauso natürlich auch auf die Prüfung. Dadurch, dass jetzt Präsenz wieder möglich ist, in der Kombination mit Online-Veranstaltungen haben wir genauso auch Auswirkungen auf die verschiedenen Prüfungsformate, die jetzt denkbar sind, die jetzt didaktisch denkbar sind, die aber auch rechtlich teilweise vielleicht jetzt ermöglicht werden und bisher nicht gingen. Und Sie werden alle die Pressemitteilung gehört haben, die vor anderthalb Wochen, glaube ich, durch alle Medien ging, dass jetzt das Wissenschaftsministerium digitale Fernprüfungen erlauben möchte. Das war für die, die darauf gewartet haben, ein großer Schlag, also im guten Sinne. Heißt aber noch gar nichts, dass das auch alles umsetzbar ist. Das ist wie so oft, der Teufel steckt im Detail. Und unser Wunsch jetzt für diesen letzten Vortrag oder diese Runde ist, dass wir Ihnen mal aufzeigen, was jetzt theoretisch denkbar ist, was der Stand der Dinge ist, was die FAU ermöglichen möchte, beziehungsweise was sie im Moment für Überlegungen anstellt. Denn es ist so, dass wir Ihnen noch keine endgültigen Aussagen machen können. Denn es bedarf einer ganzen Reihe von Überlegungen, von Planungen, von Abwägungen, welche Formate auch wirklich sinnvoll sind, welche auch realisierbar sind. Und wir können Ihnen heute aber sagen, was im Moment der Stand der Dinge, der Planungen ist und der Überlegungen und auch didaktisch, welche Formate zukünftig sicher gehen und welche eventuell gehen. Das Wissenschaftsministerium hat eine Verordnung erlassen, die nennt sich sperrig Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung bei FEV. Die ist rückwirkend zum 20. April 2020 in Kraft getreten und regelt eben alles, was jetzt mit digitalen Möglichkeiten auch als Fernprüfung rechtlich machbar ist. Das klingt, wie gesagt, erstmal gut, aber wir müssen uns überlegen, was ist rechtlich auch an der FAU denkbar, was haben wir technisch für Möglichkeiten, was lässt sich finanzieren, denn damit sind erhebliche Kosten damit verbunden. Und welche personellen Ressourcen haben wir? Denn wir können Ihnen nicht Angebote machen, ohne Sie auch dabei zu unterstützen. Das ist allen Beteiligten klar. Die Voraussetzungen, die in dieser Verordnung zwingend vorgegeben sind, sind vor allem zwei. Das heißt, dass eine digitale Fernprüfung eigentlich nur dann denkbar ist, wenn es alternativ dazu auch eine Präsenzprüfung gibt. Das heißt, es wird den Studierenden angeboten als freiwillige Alternative. Das ist natürlich organisatorisch auch ein erheblicher Aufwand und das muss uns allen klar sein, wenn wir über Fernprüfungen, also digitale Fernprüfungen nachdenken. Und das Zweite, was wir immer im Blick behalten müssen, ist, dass es nur unter Aufsicht geht. Und das ist genau der Punkt, der aktuell jetzt in einer Arbeitsgruppe rund um Frau Kopp sehr genau untersucht wird und abgeschätzt wird und für und wider zusammengetragen wird. Wie kann die Aufsicht realisiert sein? Also wir haben ja verschiedene Formate, die im Moment denkbar sind, also verschiedene Prüfungsformate. Und ich würde gerne nur, dass Sie gedanklich auch mit uns auf die richtige Schiene geraten, zunächst noch mit einer Zweiteilung anfangen. Wir haben die Präsenzprüfungen, wie wir sie bisher auch immer schon realisieren konnten. Und da fällt darunter natürlich die normale Papierklausur mit kleinen oder großen Gruppen, alles immer in den Räumen der Universität. Ich denke, das ist das ganz entscheidende Kriterium für Präsenzprüfungen in den Räumen der Universität. Wir haben die klassischen mündlichen Prüfungen, wir haben auch sowas wie Referate, Präsentationen, wir haben praktische Prüfungen, sei es in den künstlerischen Fächern, bei den Sportwissenschaften und in anderen Fächern, in Laboren. Und wir haben die E-Prüfungen, die ich jetzt klassische E-Prüfungen nennen würde. Das heißt, das sind die Prüfungen, die in den universitären Räumen, in normalerweise ZIP-Pools, vor Ort alle zeitgleich stattfinden oder nacheinander, aber wichtig ist in universitären Räumen. Das sind bisher die Präsenzprüfungen, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Dann haben wir Fernprüfungen, von denen auch viele Formate natürlich bisher schon ganz klassisch durchgeführt und angeboten wurden. Wir haben die Hausarbeiten, wir haben Seminararbeiten und jetzt kommen neue Formate hinzu und über die wollen wir heute jetzt speziell noch mal ein bisschen sprechen.
Wir haben sogenannte Open-Book-Prüfung. Das wird meine Kollegin nachher noch mal genauer beschreiben. Wir haben mündliche Prüfungen und Referate, Präsentationen, die in der Ferne stattfinden. Und da brauchen wir eben, wie gesagt, diese Videoaufsicht. Das heißt, da wäre der Kontext, dass wir eine Videokonferenz haben und in diesem Zusammenhang eine mündliche Prüfung oder ein Referat abhalten lassen können. Das ist was, worüber auch die Kolleginnen gleich noch mal genauer sprechen werden. Und schließlich haben wir das, woran wir bei digitalen Fernprüfungen wahrscheinlich in erster Linie denken, die Fernklausur, die übers Netz von der Ferne, von den Studierenden von daheim aus oder von einem beliebigen Ort aus durchgeführt wird und die von uns als Lehrende hier an der FAU beaufsichtigt werden muss. Und da haben wir zweierlei Möglichkeiten. Die eine ist sozusagen das, was jetzt im Fokus steht. Das wäre eine Videoaufsicht, sei es über Zoom oder ein anderes Tool, das parallel die Studierenden, den Studierenden während des Prüfungsvorgangs sozusagen im Blick behält, wie auch normalerweise in den Räumen der Uni. Oder aber, und da sind ganz, ganz enge Grenzen rechtlich gesetzt worden, automatisierte Verfahren. Es gibt Lösungen, die das Wissenschaftsministerium anskizziert, aber die detaillierte Ausgestaltung, das müssen die Universitäten vor Ort durch neue zusätzliche Verordnungen erst noch realisieren. Und es ist so, dass diese automatisierten Verfahren auch nur dann zulässig sind, wenn tatsächlich eine nachgewiesene Not ist, ein Kapazitätsengpass, die Freiwilligkeit muss wiedergegeben sein und so weiter. Auch da wird meine Kollegin nachher noch mal kurz was dazu sagen. Sie sehen, die Bandbreite ist riesig, was jetzt an Prüfungsformaten ermöglicht werden soll. Ich habe es eben schon gesagt, das Problem an der Sache ist, dass wir sowohl technisch als auch von ganzen Kosten und Infrastruktur her erstmal schauen müssen, was ist wirklich der Bedarf, was ist wirklich sinnvoll, was ist auch wünschenswert. Und deshalb bitte mal zu meiner zweiten Folie. Würde ich Ihnen gerne kurz skizzieren, welche Unterstützung im Moment vorbereitet wird. Also die FAU, die Universitätsleitung hat den Wunsch geäußert, bevor überhaupt darüber entschieden wird, welche Art dieser neuen Prüfungsform angeboten werden und realisiert und unterstützt werden soll, brauchen wir nochmal eine Bedarfsabfrage. Und die bereiten wir gerade vor. Die werden Sie wahrscheinlich Anfang der Woche alle bekommen. Das heißt, alle Lehrenden bekommen eine kurze Umfrage zugesendet mit der Bitte, sich da zu beteiligen. Und es wird darum gehen, was planen Sie an Prüfungen? Für welche Formate hätten Sie eventuell Verwendung? Welche Unterstützung brauchen Sie dafür? Denn es sollen nicht Unterstützungsangebote aufgebaut werden, die nachher dann eigentlich nicht genutzt werden. Und insofern wird es eine Umfrage sein, bei der wir bitten, dass möglichst viele auch teilnehmen, damit wir ein möglichst vollständiges Bild davon erlangen, was Ihr Interesse, was Ihr Bedarf ist, wie Sie Ihre Studierenden einschätzen. Denn es wird auch sehr stark davon abhängen, wie Ihre Studierendengruppen sich zusammensetzen. Auf dieser Grundlage wird die UL relativ zeitnah entscheiden, welche Services angeboten werden können. Und was wir im Moment schon parallel vorbereitet haben und dann auch ganz direkt nach der Entscheidung Ihnen zugänglich machen möchten, ist eine Handreichung. In dieser Handreichung sollen Sie inhaltlich darüber informiert werden, was es für Formate gibt, wie man die umsetzt, wie das technisch ist, wie das organisatorisch ist, von wem Sie Unterstützung bekommen. Und Ziel letztlich dieser Handreichung ist, dass Sie eine Entscheidungshilfe bekommen. Möchten Sie ein neues Format ausprobieren? Möchten Sie ein klassisches Format machen? Was eignet sich für welche Zielgruppe? Und auch ganz praktische Umsetzungsunterstützung sollen damit geliefert werden. Dann, sobald die Entscheidung da ist, werden auch die Services entsprechend ausgebaut. Sowohl das Rechenzentrum als auch ILI, als auch das FBZHL, alle drumherum, werden dann entsprechende Angebote geben, damit sie Unterstützung kriegen und Einführungsschulungen, weiterführende Informationen erhalten. Das ist im Moment das, was unter großem Zeitdruck, weil uns klar ist, dass sie da auch dringend Handlungsbedarf haben und Informationsbedarf, was im Moment vorbereitet wird. Und wir können heute also auf dieser Grundlage erstmal nur eine kurze Einführung in das Thema der digitalen Fernprüfung geben, unter diesem Vorbehalt der Entscheidung, die sehr, sehr zeitnah dann hoffentlich kommen. Und jetzt würde ich an meine Kollegin übergeben, die das ein bisschen detaillierter Ihnen vorstellt, welche Prüfungsformate denkbar sind. Genau, vielen lieben Dank, Esther, für die Einführung. Wir von der Stud-On-Seite her würden einfach nochmal jetzt einen Einblick geben, was denn möglich sein könnte, technisch.
Wir haben jetzt hier nochmal einen Überblick zusammengefasst, wie Fernprüfungen an der FAU aussehen könnten. Und klar, am Anfang steht natürlich Ihr Prüfungskonzept. Und durch diese neue Verordnung wird natürlich rechtliche Dinge möglich. Jedoch ist aber auch natürlich an erster Stelle steht immer die Didaktik und zu gucken, was will ich denn eigentlich prüfen, was für Kompetenzen will ich prüfen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Prüfungsformate, die eher offener sind in Richtung Open Book oder die eher auch eher strenger gehalten sind und geschlossener, wie zum Beispiel so eine klassische Fernklausur. Und was jetzt geht, das kann ich Ihnen auch gleich noch zeigen, was jetzt schon möglich ist und wo wir noch dran arbeiten. Eine entscheidende Sache ist natürlich, wenn man so in die Richtung Fernprüfung denkt, ist es einfach so, fern bedeutet da draußen und das sind viele unterschiedliche Bedingungen, auch technische Bedingungen und da gilt es natürlich gut zu überlegen, wie kann man das denn im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglichst technisch unterstützen, sodass es für Sie organisatorisch einfach wird, aber auch um einfach die Prüfungs-, den Prozess besser zu kontrollieren und auch Ergebnisse sicher zu halten, dass wir da einfach gute Konzepte brauchen, an denen wir gerade eben auch dran sitzen. Und wo wir wissen, was jetzt funktioniert zum aktuellen Standpunkt oder Zeitpunkt, sind Open Book Formate. Ohne Zeitdruck, was bedeutet das jetzt? Weil wir haben auch mit Zeitdruck, das ist eine technische Perspektive, die wir hier einnehmen müssen. Ohne Zeitdruck bedeutet einfach, man hat einen vorgegebenen Zeitraum, wie so eine Art Take-Home-Exam, wo ich einfach als Studierender eine Forschungsfrage oder eine größere Aufgabenstellung erhalte und mit Hilfsmitteln, die in einem bestimmten Zeitraum, das kann eine Woche dauern, das kann auch vielleicht 14 Stunden dauern, je nachdem, eine Aufgabe abgebe. Das sind Formate, die ähnlich wie Hausarbeiten, Seminararbeiten über StudOn ganz einfach über die Hauptplattform auch geregelt werden können. Auf der anderen Seite gibt es auch Open Book Formate, die mit Zeitdruck sind. Was meine ich da damit? Zeitdruck bedeutet, dass quasi bis der Student erfährt, er hat jetzt eine Aufgabe, vom Start bis zum Ende hat er eine bestimmte Bearbeitungszeit und die braucht er auch, um die Aufgabe dann zu bearbeiten. Das kann natürlich mal eine fünfstündige Aufgabenstellung sein, die zu bearbeiten ist. Aber hier sind eben einfach andere technische Bedingungen notwendig, sodass dieses Prüfungsformat auch besser unterstützt wird. Da braucht man eine Separierung, die wir eben auch gerade durchdenken und die wir eben auch mit Ihnen im Überlegen, wie wir es Ihnen anbieten können. Das ist also noch in der Diskussion. Und jetzt müsst ihr einmal kurz weiterdrücken. Genau. Was denn all diesejenigen Dinge, die jetzt mit Aufsicht stattfinden, unter Zeitdruck oder wo auch viele Studierende mit involviert sind, wenn sie große Prüfungskohorten haben, wie wir das technisch denn so regeln können, dass es für sie ein guter Ablauf ist. Und wir haben zum Beispiel das Thema Fernklausur mit Videoaufsicht. Auch hier bestände die Möglichkeit, das separat zu regeln. Oder eben auch, was Esa schon erwähnt hat, das sind die Proctored Exams, wo einfach spezielles Software noch zum Einsatz kommt. Also hier ist ganz viel möglich, wie Sie sehen. Momentan sind wir einfach bei den Dingen sicher wie Open Book, die quasi ohne Zeitdruck die klassischen Open Book Prüfungen stattfinden, Hausarbeiten, Seminararbeiten und auch das Thema mündliche Prüfungen, dass hier voraussichtlich auch eine Lösung schon parat steht, die ja unter Videoaufsicht stattfindet mit einem Videokonferenztool. Da ist man schon auf der Zielgeraden. Genau, also das sind gerade so die Überlegungen und meine Kollegin, die Mona Schliebs, erklärt Ihnen jetzt nochmal genau, wie so die technischen Rahmenbedingungen wären, worauf man achten müsste. Und zu all dem, was jetzt auch gleich kommt, würde ich noch vorwegnehmen, dass wenn diese Formate wirklich in die Praxis umgesetzt wird, wir natürlich bei Ihnen mit Rat und Tat beiseite stehen, weil oft ist es natürlich nicht so einfach. Man hat ein Prüfungsformat und dann weiß man, es ist jetzt eher Open Book, wie setzt man technisch um? Also da wird es natürlich von uns auch Unterstützung geben, dass wir Sie beraten, wenn Sie sagen, das wäre jetzt mein Prüfszenario, dass wir Sie da an die Hand haben und sagen, okay, dann könnte man so und so technisch umsetzen. Das versteht sich natürlich für uns auch von selbst, dass wir als E-Prüfungsservice da auch entsprechend auch mit begleiten. Jetzt würde ich einfach an die Mona übergeben, die Ihnen die einzelnen Formate nochmal genauer erklärt. Genau, vielen Dank. Ich möchte jetzt einfach noch mal ein bisschen Einblick
geben, was möglich ist und wie es theoretisch möglich wäre. Ich möchte gerne mit den Open Book Prüfungen anfangen. Sie sehen schon, der Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen ist tatsächlich das Thema Aufsicht, das Thema technische Umsetzbarkeit und natürlich aber auch die didaktische Umsetzung von den Formaten. Bei Open Book Prüfungen, hat meine Kollegin schon erwähnt, gibt es eben zwei Varianten, die ohne Zeitdruck und die mit Zeitdruck. Bei der Variante ohne Zeitdruck, das ist sozusagen die einfachste Variante, die tatsächlich auch schon momentan umsetzbar ist. Hier ist es eben so, dass die Studierenden die komplette Bearbeitungszeit nicht brauchen, sondern einfach so einen größeren Rahmen haben, in dem sie eben ihre Aufgabenstellung bearbeiten. Vom technischen Standpunkt her ist es deshalb auch möglich, dass diese Klausuren auf der Hauptplattform StudOn stattfinden, müssen sie aber nicht. Also es ist genauso möglich, dass Sie Ihre Aufgabenstellungen den Studierenden mit nach Hause geben und dann zum Beispiel eine Einreichung per E-Mail erfolgt. Möglich ist es aber, das Ganze über die Hauptplattform abzuwickeln. Der Zeitraum ist dann entsprechend völlig frei von Ihnen wählbar. Also da gibt es keinerlei Einschränkungen, weil sich eben die Zugriffszahlen dann so verteilen, dass wir da vom technischen Standpunkt her nichts zu befürchten haben. Von der Umsetzung ist es so, diejenigen von Ihnen, die schon ein bisschen firm sind mit StudOn-Objekten, werden das Übungsobjekt sicherlich kennen. Das ist ein Objekt, das eben genau für solche Aufgabenstellungen da ist. Da kann man einfach größere Abgaben einreichen, hochladen. Und das Tolle an diesem Objekt ist, dass es für Sie als Dozierenden oder als Dozierende viele Möglichkeiten zur Bewertung, zum Kommentieren und auch zur Einsicht im Anschluss von diesen Aufgaben bereithält. Natürlich ist es jetzt bei den Open Book Klausuren ganz, ganz wichtig, dass man die Didaktik nicht aus dem Blick verliert, weil das ist hier tatsächlich die große Herausforderung. Also bei beiden Open Book Formaten ist die Didaktik essentiell, weil hier einfach die Konzeption ausschlaggebend ist. Also Sie können natürlich nicht eine Aufgabe frei an die Studierenden herausgeben, bei der man sich untereinander austauschen kann, bei der man ja durch einfach Chat oder andere Austauschformate sich die richtigen Antworten weitergeben kann. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Studierenden bearbeiten das Ganze natürlich völlig unbeaufsichtigt. Sie dürfen auch Hilfsmittel dazu nehmen. Es soll ohne die Hilfe Dritter stattfinden, aber natürlich haben sie das, wenn es nicht beaufsichtigt wird, auch nicht im Blick. Und um jetzt zu verhindern, dass das in eine Gruppenarbeit ausartet, die dann auch noch entsprechend fruchtbare Ergebnisse zeigt, muss hier ganz starker Fokus gelegt werden auf Transfer- und Anwendungswissen, also nicht auf Faktenwissen. Und letztlich muss das Ganze so komplex sein, der Anspruch muss so hoch sein, dass es überhaupt keinen Mehrwert hat, wenn hier irgendwelche Ergebnisse oder Antworten oder Gedanken dazu eben weitergegeben werden. Ganz klassisch dafür ist eben die Essay-Frage, einfach weil sie die Bearbeitung von komplexeren Zusammenhängen in dem Zusammenhang erlaubt. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Jetzt für die Essay-Fragen sind eben von der technischen Seite gesehen das Übungsobjekt oder die Einreichung per E-Mail auf jeden Fall sinnvoll und möglich. Aber es ist, wie gesagt, nicht die einzige Möglichkeit für Open Book Klausuren, wie man damit umgehen kann. Genau. Und das führt mich auch schon zur zweiten Variante, nämlich den Open Book Prüfungen mit Zeitdruck. Die sind jetzt eben ganz klassisch so gestaltet, hat meine Kollegin schon gesagt, dass eine bestimmte Bearbeitungszeit gegeben ist und diese Bearbeitungszeit auch in vollem Umfang gebraucht wird, damit die Open Book Prüfung entsprechend abgelegt werden kann. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken.
Genau. Weil eben hier dieser Zeitdruck dahinter steckt, müssen wir von der technischen Perspektive aus auch darauf zurückgreifen, dass wir das nicht auf der Hauptplattform, also auf StudOn, abwickeln können, sondern dafür braucht es tatsächlich eine separate Prüfungsplattform, also eine abgesicherte Prüfungsumgebung, auf der wir ja, die technischen Rahmenbedingungen einfach im Blick haben und sicherstellen können, dass da keine Überlastung stattfindet. Das zieht auch mit sich, dass wir einen Zeitraum festlegen müssen, weil wir natürlich auch Zeitfenster brauchen, in dem die Plattform gewartet wird, in dem wir Importe vornehmen können, Aktualisierungen vornehmen können und so weiter. Das heißt, hier wären Prüfungen nur im Zeitraum von 8 bis 16 Uhr möglich. Auch hier, das hatte ich vorher schon erwähnt, ist es didaktisch ganz, ganz wichtig, dass man sich hier Gedanken macht, weil auch hier ist es wieder so, dass die Studierenden eben unbeaufsichtigt ihre Prüfungsaufgaben bearbeiten und eben wieder der Fokus auf Transfer und Anwendungswissen gegeben sein muss. Sonst funktioniert dieses Konzept einfach nicht. Also auch hier ist eben wieder die Herausforderung ganz klar die Didaktik. Und weil Sie jetzt eben hier diesen Zeitfaktor noch mit drin haben, bieten sich hier auch noch andere Optionen stärker an. Das wären jetzt beispielsweise auch Antwortwahlverfahren. Hier könnten Sie das Ganze auch wieder mit Übung oder Einreichung per E-Mail umsetzen. Aber wenn Sie eben auf Antwortwahlverfahren zurückgreifen möchten, dann bietet sich auch das Testobjekt von StudOn dafür an. Und hier ist es aber eben auch wieder vor dem Hintergrund, dass man eben nicht beaufsichtigt wird, wichtig, dass eine gewisse Zeitknappheit herrscht. Also zusätzlich zu dem Aspekt Anspruch und Komplexität müsste hier noch die Zeitknappheit einfach mitgedacht werden, damit das von den Rahmenbedingungen her gut funktioniert. Diese Variante der Open Book Prüfung ist aber wie alle anderen Varianten, die ich Ihnen jetzt im Folgenden noch kurz vorstellen möchte, noch in Diskussion. Also da müssen wir einfach die Rahmenbedingungen noch genau klären. Das ist jetzt einfach nur von uns eine Idee, wie es aussehen könnte. Jetzt haben wir sozusagen die Formate abgehandelt, die ohne Aufsicht stattfinden können. Jetzt möchte ich noch kurz auf zwei Formate eingehen, die eben dann doch mit Aufsicht vonstatten gehen. Das ist eben einmal die Fernklausur mit Videoaufsicht. Hier, das können Sie sich mit Sicherheit schon denken, gibt es zwei ganz, ganz große Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Das ist einmal natürlich die Technik. Also wie setze ich das um? Wie schaffe ich es überhaupt, meine Studierenden zu testen und zu beaufsichtigen? Und eben auch die Beaufsichtigung in dem Sinne, dass sie natürlich sehr hohe Studierendenzahlen haben und vielleicht nicht so viele Aufsichten haben. Auch hier ist es so, dass die Fernklausur mit Videoaufsicht über die separate Prüfungsplattform stattfinden müsste, ebenfalls wieder in dem kontrollierbaren Zeitfenster von 8 bis 16 Uhr. Und von der Umsetzung her ist man hier sehr viel freier, weil es im Grunde eine Art Pendant zur normalen Paper-Pencil-Klausur ist, nur dass man eben nicht in einem Raum mit beaufsichtigt, sondern über ein technisches Tool die Distanz zu überbrücken versucht. Von daher können Sie hier auch die Übung einsetzen, wo dann Studierende Aufgaben separat, zum Beispiel in Word bearbeiten und dann eben abgeben oder aber ganz klassisch mit dem Testobjekt, also Antwortwahlverfahren, Fragen stellen. Hier wird es voraussichtlich, einfach damit wir das technisch besser kontrollieren können und damit es auch von der Umsetzung her handhabbar bleibt, wird es voraussichtlich Einschränkungen geben, und zwar bei den Fragetypen und auch beim Einsatz von Medienobjekten. Das ist vor allem der technischen Absicherung, sage ich mal, geschuldet, dass wir da einfach die Variablen kleiner halten, um möglichst sicheres Prüfungsformat anbieten zu können. Es ist noch in Diskussion, mit welchen Tools man das dann umsetzen könnte. Natürlich wäre denkbar, dass man einfach Zoom vorschaltet und dadurch die Studierenden beobachtet. Aber das muss alles noch geklärt werden. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist
der Beaufsichtigungsschlüssel, nenne ich jetzt mal ganz salopp. Also das bedeutet, wie viele oder wie viele Studierende pro Aufsicht beaufsichtigt werden. Das sind jetzt hier 10 bis 20 Prüflinge, die hier angegeben sind. Auch das muss in letzten Details noch festgeklopft und noch besprochen werden. Aber das ist jetzt erstmal so eine grobe Richtlinie. Und Sie werden natürlich sofort denken, gut, 10 bis 20 Prüflinge pro Aufsicht. Was mache ich jetzt, wenn ich eine Klausur habe mit 1000 Studierenden? Also auch dafür gibt es schon rechtliche Richtungen, sage ich mal, die eingeschlagen werden können. Und das ist eben die letzte Variante, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. Das ist das sogenannte Proctored Online Exam. Das ist einfach eine Fernprüfung, die eher mit technischen Mitteln statt mit personellen Ressourcen beaufsichtigt wird. Es ist also eine vollautomatisierte Videoaufsicht, auf die man dann zurückgreifen kann, wenn die Betreuungskapazitäten nicht ausreichen. Von der technischen Perspektive gibt es da auch schon viele Möglichkeiten, auf die man zurückgreifen kann. Eine davon ist Proctorio, also das ist sozusagen eine Software, die eben genau das macht, die diese vollautomatisierte Videoaufsicht ermöglicht. Das Schöne ist, dass es da auch eine Anbindung für unser StudOn gibt. Das heißt, damit könnten wir schon sehr gut arbeiten. Auch hier wäre es aber dann wieder so, dass man das noch besser technisch absichern müsste, noch mehr gewährleisten müsste, dass da keine übermäßigen Lastenspitzen auftreten, jetzt von Serverseite her. Und deshalb müsste man eben auch hier wieder auf eine separate Prüfungsplattform ausweichen, also nicht über die Hauptplattform, sondern das Ganze separieren, auch wieder in dem überprüfbaren Zeitfenster von 8 bis 16 Uhr. Und hier gibt es noch eine Einschränkung bei der Umsetzung. Hier ist es tatsächlich nur möglich, mit dem Testobjekt zu arbeiten. Also wenn eine vollautomatisierte Videoaufsicht eingesetzt werden soll, eben beispielsweise mit Proctorio oder ähnlichen Softwarelösungen, dann kann das nur mit dem Testobjekt funktionieren. Und auch hier gäbe es wieder eine Einschränkung bei den Fragetypen und beim Medieneinsatz. Einfach auch wieder aus Sicherheitsgründen, Handhabbarkeit und Überprüfbarkeit. Das wäre hier ganz, ganz wichtig. Also Sie sehen schon, gerade bei den beaufsichtigten Formaten ist die Technik eine riesengroße Herausforderung, aber eben auch die Betreuung, Beaufsichtigung. Denn natürlich geht so eine Einführung von einem solchen Prüfsystem auch nicht ohne entsprechende Einführung von den Studierenden, ohne technische Aufklärung, ohne Spielwiese und Übungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal, einher. Das muss da alles mit eingeplant werden. Und hier ist noch ganz stark ausschlaggebend das Thema Auswertung, weil natürlich diese vollautomatisierte Beaufsichtigung oder auch die Analyse dessen, was die Studierenden da so machen, am Ende auch noch ausgewertet werden muss, um zu entscheiden, ob die Prüfung jetzt eben so stattgefunden hat, wie sie soll. Auch hier sind wir noch ganz stark in Klärung. Hier sind die Rahmenbedingungen auch noch nicht geklärt. Das muss alles noch passieren, aber das wäre eben eine mögliche Option. Sie sehen, dass das Feld ist riesengroß. Technisch wäre sicherlich auch noch mehr möglich, sage ich mal. Also es gibt ja für diejenigen unter Ihnen, die sich mit StudOn beschäftigen, auch noch ganz viele andere Objekte und Tools, mit denen man Wissen prüfen kann. Aber hier, und das haben meine Kolleginnen auch schon mehrmals betont, spielt eben auch immer wieder einmal die rechtliche Absicherung eine Rolle, die technische Absicherung spielt eine riesengroße Rolle. Also es muss alles kontrollierbar bleiben und natürlich spielt auch die Didaktik eine Rolle. Also was macht in welchem Format Sinn und wie muss man auch die Prüfungen umkonzeptionieren? Also es funktioniert leider nicht, dass man die Klausuren, die man jetzt zur Verfügung hat, einfach irgendwie digitalisiert und damit dann prüft, sondern man muss es wirklich auf das jeweilige Format anpassen.